So, hi. Schönen guten Abend. Virtual Reality. PS4 Pro und Perfect ist heute im Store rausgekommen und tja, das sind einfach nur so ein paar blödende Gegenden, wo man rumstehen kann. Ich konnte aber nicht widerstehen. Es ist, ich glaube, es kostet 8 € oder so. Und ja, ich dachte, man kann sich das vielleicht mal anschauen. Und ja, vielleicht macht ihr mal mit. Also, wo wollen wir denn mal hin hier? So, entspannen, entdecken, entfliehen. So, eigentlich möchte ich hier bleiben. Hier ist es nett. Guck mal. Wolken. Eine Wireframe-Sphäre auf dem Boden. Zack, Mucke aus. Angenehm. So, mal gucken. Also, ich glaube, wir haben hier eigentlich dreimal dasselbe Environment. Abends und tagsüber. Wir gehen erstmal an den Strand, ne? So, mal gucken. Teile deine umwerfende Szene mit uns auf Twitter. Leute, ihr habt sie selber gebaut, ihr kennt es. Naja, egal. Okay, ich höre Vogelzwitscher. Ah, ja. Nicht schlecht. So, seht ihr die roten Säulen? Achso, hier, guck mal. Die PlayStation Move habe ich in der Hand. Oh Gott, was ist mit dem Schmetterling los? Er ist tot. Nein, oh Gott. Entschuldigung, jetzt ist so ein bisschen einfach. Radio. Oh yes, sir. So, ich habe die PlayStation Move in der Hand. Oh, guck mal, die zeigen sogar, wenn ich hier Knöpfchen drücke. Das ist ganz cool. Kann ich das auch wieder ausmachen? Ach, keine. Genau, die PlayStation Move ist, wie der ein oder andere weiß oder noch hat, aus PlayStation 3 Zeiten. Die benutzt man jetzt auch gerne für manche VR-Geschichten und das ist eigentlich ganz nett. Das fühlt sich, wenn man jetzt hier so rumsteht, eigentlich sehr an wie mit der HTC Vive. Ihr könnt es nicht sehen, ich schiebe gerade meinen Couchtisch hier mal nach vorne, damit ich nicht daran stoße. Ich stehe nämlich im Raum und die Experience ist halt ähnlich jetzt wie mit der HTC Vive, ne? Also ich kann ein bisschen rumlaufen, muss aufpassen, dass ich hier nicht gegen Wände laufe in meinem eigenen Zimmer. Und hab halt in Form der Move, wobei die stößt hier vorne immer gegen eine unsichtbare Wand quasi. Das ist schräg. Okay, aber in Form der Move habe ich jetzt hier auch eine interaktive Steuereinheit. Oh, Steinchen. Ah ja. Miep. Dusch. Mal sehen, ob ich bis zum Wasser komme. Okay. Ist nicht so einfach. Yeah. Okay, das Geräusch macht Platsch, aber nicht die Grafik. Wo ist der denn gegangen? Ich möchte eigentlich mal in die Hütte hier vorne, aber ich kann nur dahin gehen, wo es rot leuchtet. Wollen wir mal da vorne an den Steg? Kommt mal mit. Zack. Ach ja, da kann man sich doch entspannen, oder? Ich finde es ganz niedlich. Die Grafik ist ganz schön. Und auch, was Auflösung und so angeht, alles okay. Oh, Fische. Hallo. Butsch. Ah! Oh, das ist nett. Aber, wisst ihr was? Oh Gott, ich wollte mich eben hier links an den Pfeiler abstützen. Kein Scheiß. Manchmal muss man aufpassen mit der VR, die schlägt dann ein Schnäppchen. Dusch. Ah, das ist interessant. Okay, es macht also doch. Da habt ihr. Zack. Schön Platsch. Oh, und wir haben Holz. Ein Stückchen. Ja. Und eine Flasche. Verdammt nochmal. Eine Flaschenpost, die will ich haben. Oh. Rochen. Hallo. Ja, schade.
Oh Gott, das ist wirklich verrückt. Ich versuche jetzt mal mit der linken Hand mich an dem Pfeiler hier abzustützen. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich ein bisschen rumlaufe. Irgendwann. Ich bin gegen irgendwas gestoßen. Irgendwann. Sagt er außerhalb des Spielbereichs. Vielleicht kennt ihr das von der Vive. Da erscheint dann hier so ein dezentes Wireframe mitten in der Gegend, das einem anzeigt, dass der Spielbereich zu Ende ist. Das Handling auf der PlayStation VR ist ja jetzt eigentlich genauso. Ich kann ein bisschen rumlaufen in so einem, keine Ahnung, 2x2 Meter Area hier. Das, wenn ich allerdings, also hier vorne steht jetzt nämlich die PlayStation Kamera. Das seht ihr schon, ne? Wenn ich so ein bisschen mit dem Controller vor meine eigenen Augen komme, da ist ja das Tracking für mein Headset, dann fängt er auch hier ein bisschen an rumzuspacken. Wenn ich mich komplett rumdrehe und hier hinter meinem Körper verstecke, guck mal, man weiß auch nicht mehr, wo der ist. Aber, Herrgott, wenn man das im Hinterkopf behält, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz süß. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier stundenlang abhängen würde und mich entspannen, aber an so einem dunklen Winterabend wie heute ist es vielleicht nicht das Schlechteste. Es ist wirklich ein bisschen beruhigend. Wenn man jetzt noch baden gehen könnte, diese verfluchte. Ich versuche mal die Flasche abzuwerfen. Nein. Oh. Oh, ich will sie haben. So, und das sieht echt schön aus, muss man sagen. Wo mir nicht ganz klar ist. Okay, gehen wir mal da hinten hin. So. Tja. Thailand-Urlaub muss man jetzt nicht mehr buchen. Allerdings wird man auch nicht brauchen. Ich möchte hier so ein bisschen mehr Interaktivität. Wäre aber auch jetzt auch nicht ganz schlimm gewesen, oder? Also konkret gibt es hier immer ein bisschen Hölzer und Steinchen zum Rumwerfen. Dusch. Und da steht schon wieder ein Schmetterling in der Luft. Ja, die Artificial Intelligence Tiere haben noch kleine Bugs. Ach, wie schön. Oh, da ist ein Vogelschwarm. Guck mal. So, das ist ein bisschen merkwürdig, wenn ich die, wenn ich den Move-Controller zu weit nach vorne drücke, dann bleibt er mal so wie in so einem, wie in so Gelee stecken. So, oh. Okay. Ach, ich find's nett. Aber im Ernst, Leute, hätte es jetzt wehgetan, wenn man hier noch ein bisschen hätte was machen können? Und wenn es nur, keine Ahnung, sich einen Klappstuhl hinstellen? Ich weiß ja nicht, ich setze mich mal hin. Uff. Vielleicht passiert ja noch was. Vielleicht kommen ja irgendwann Leute vorbei. Oder was noch nett wäre, wenn hier andere VR-Menschen vorbeikommen würden. Multiplayer online sozusagen. Fum. Das ist so lustig. Okay. Wir gehen jetzt mal, würde ich sagen. Und ehrlich jetzt, Leute, ist das nicht total nett? Das kennt man doch aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen bestimmt, ne? Ihr seid, ach ja, im Holodeck, genau. Raumschiff Enterprise Holodeck. Moment mal. Computer. Beende das Programm. So. Und jetzt haben wir. Was machen wir jetzt mal? Dieselbe Szene über Nacht? Warum nicht? Perfekt. Also, perfekt ist das nicht. Aber es ist echt witzig. Okay. Sind wir ein bisschen irritiert? Man hört schon die Geräusche, aber sieht noch nichts. Hey! Jo, Meister! Und wieder Steinchen. Das ist auch nicht. Offensichtlich gibt es eine recht okay Physik-Engine. Seht ihr das? Wenn ich hier einen Stein an Felsen schmeiße, Busch, dann kommt der auch an. Oh nein! Pflanzen? Komm schon. Es ist nicht so einfach zu werfen, weil. Ich weiß immer nicht, wann der Moment ist, wo man das loslässt. Okay, okay, okay. Wieder vorne an den Steg.
Genau, was hat er jetzt eigentlich dagegen gesprochen? Hier eine kleine Angel auszuwerfen oder sowas. Das wäre doch nett, ne? So, und wieder... Achso, das ist ja gemein. In der Nachtszenerie kann man nicht auf die Insel? Kommt schon, Leute. Doch, kann man. Alles gut. So. Radio an. Oh yes. Achso. Ja, tagsüber liegt das Holz ja auch rum, aber da brauchen wir uns nicht. Verdammt. Ach komm schon. Vielleicht gehe ich mal näher ran. Ich versuche das mal. Moment. Das war nix. Ja, ja, ich weiß. Ja! Krass. Okay. Kann man sich nicht beschweren. Ich versuche mal. Holz. Das angezündete Holz zu nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt. Oh nein, komm zurück. Ausgegangen. Okay. Das ist etwas, was man wahrscheinlich dann so seiner Mutter zeigen kann, wenn sie mal da ist. Und erklären kann, so. Das ist Virtual Reality. Ach ja, oder für meine Yoga-Gruppe ist das auch was. Die müssten sich das mal angucken. So, ich habe genug. Wir gehen jetzt... wo gehen wir jetzt hin? Indianer? Nö. Berge bei Nacht. So, ich war eben schon bei Tag da, deswegen... Ich kann es gar nicht abwarten, was hier für spannende Interaktionen auf mich warten werden. Also. Das ist süß. Aufheben. Oh. Ah. Sehr nett. Die Motten folgen dem Licht. Ich zu tief stecke. Das. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich behalte mal die Lampe in der Hand und mach. Oh, die fällt runter. Und mach den Teleport. Aber die Lampe hat uns verlassen. Ach, ich weiß auch nicht. Ist hier kein Lagerfeuer? Nee, aber Feuerholz. Hey. Komm schon. Und wieso kann ich nicht zu der Hütte gehen? Der Gag wäre, wenn man es sehr wohl kann. Ich habe noch nicht geschnallt, wie. Ich habe ein paar Experiences auf der HTC Vive mal erlebt. Da konnte man quasi immer auf die Stelle zeigen und dann klick hat man sich dahin gebeamt und so konnte man sich dann in den Raum bewegen. Und dieses Gebiene, das scheint der Körper irgendwie zu verknusen. Wenn man sich tatsächlich wie in einem First-Person-Shooter selbst fortbewegt, kriegen die meisten Leute sehr, sehr schnell Motion Sickness. Inklusive mir. Das ist keine gute Idee. Ich habe heute einen First-Person... Oh, shit! Ich habe die Lampe ins Wasser geschmissen. Da rollt sie. Naja, hier noch ein Stein hinterher. Okay. Ich habe heute einen First-Person-Shooter ausprobiert, der tatsächlich für VR ist. Und ja, das war schon ein bisschen strange. Berge hatten wir eben. Gucken wir uns mal das an. Denn man ging halt ganz langsam. Und das ist halt für einen Shooter, wenn man das gewöhnt ist, von Call of Duty oder Battlefield oder so, war das so eigentümlich, da durchzuschleichen. Und man konnte sich auch nicht einfach 360 Grad drehen, sondern nur so in 45 Grad Schritten. Wie gesagt, alles, damit man keine Motion Sickness kriegt, aber ach, das war irgendwie nicht dasselbe. Schnee! Scheiße. Fum. Und da ist schon wieder eine Feuerstelle.
Da ist schon wieder eine Lampe. Und ein Spaten. Schnee. Naja. Wollen wir mal da hinten hingehen. Okay. Jetzt stehen wir einfach mitten auf dem Teich. Im Fluss, meine ich. Gott sei Dank haben wir immer eine Lampe dabei. Und jede Menge Schnee. Ja, du. Dummes Radio. Ach, es ist aber sehr geheimnisvoll. Was? Um Gottes Willen. Mag hinter diesem Baum sein. Ey, wo ist denn? Das ist merkwürdig. Also ja, aber wie gesagt, wenn ich mich komplett rumdrehe und mit dem Rücken zur Kamera stehe, dann fängt der Motion Controller an, so ein bisschen rumzuspacken. Aber im Großen und Ganzen ist das Gefühl eigentlich gut. Das Tracking ist natürlich nicht so hochwertig wie bei der Vive. Und Oculus Rift wird auch ein bisschen was Besseres haben. Aber, ehrlich gesagt, es ist okay. Und wenn man was spielt oder so, ich habe einen sehr lustigen Shooter, dann fällt einem das eigentlich nicht auf, dass das mal so ein bisschen zappelt und so. Ich bin ja wieder hier, verflucht. Hier. Nee. Hier waren wir noch nicht, okay. So, oh, mir ist auch gerade eingefallen, wenn ich hier hektisch rumgucke. Ah, verdammt. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen die Orientierung in meiner Wohnung verloren. Bin ich denn? Ah ja, hier ist die Wand. Er sagt mir aber die ganze Zeit, ich bin außerhalb des Bildschirms. So, ich versuche mal ein bisschen ruhiger zu gucken, denn ich habe selber schon gemerkt, wenn man sich hier umschaut, kommt einem das natürlich komplett natürlich vor. Aber das aufgezeichnete Video eiert wie ein Verrückter hin und her, weil ihr ja immer meinen View seht und das ist schon ein bisschen anstrengend. So, aber tatsächlich, abgesehen davon, dass hier wirklich sonst gar nichts passiert, was ein bisschen eine vergeudete Chance ist. Ja. Wäre nett gewesen, hätte man hier was in Schnee malen können. Das Ganze läuft, wenn ich das richtig gesehen habe, von auf der Unreal 4 Engine. Und was auf jeden Fall nett ist, die Grafik ist ja eigentlich sehr schön. Das ist alles ganz nett. Das ist jetzt kein PlayStation 4 Niveau High-End, aber es ist alles nett texturiert. Es sieht angenehm aus. Es ist scharf genug. Und ja, wir haben schöne Schatten und so, passt schon alles. Wenn man sich vorstellt, in diesem, naja, bisschen Transparenz hätte ja nicht geschadet. Aber er glitzert so ganz leicht, seht ihr das? Das ist nett. So ein bisschen in der Grafik. Ich guck mal nach da, wo die Sonne ist, da ist am nettesten. Keine Ahnung, ein nettes kleines Adventure oder verflucht nochmal. Ein Eisangelspiel wäre doch hier angesagt, oder? Es gab mal für den Sega Dreamcast ein Angelspiel, auch mit so einem Angelcontroller. Und das wären Geschichten, die könnte man jetzt hier eigentlich in VR super machen. Ist zwar nicht jedermanns Sache, in VR rumzusitzen und zu angeln, aber warum nicht? Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man einfach so ein Environment anschaltet und dann meinetwegen was malt oder so. Das wäre doch nett. Naja. Tatsächlich, die ganze VR-Geschichte steckt ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen, obwohl die Leute jetzt schon ein paar Jahre dran rumdoktern. Dieses Jahr kamen die ganzen Geschichten wirklich auf den Markt, also sowohl die Vive als auch die Oculus. Später dann jetzt hier die PlayStation VR. Und es ist noch alles sehr früh, ne? Wenn sich die ganze Technik durchsetzt, kann man jetzt aber schon ahnen, was da eines Tages möglich ist. Keine Ahnung, vielleicht in der nächsten oder gar übernächsten Generation ein größeres Field of View, höhere Auflösung, besseres Tracking und schon. Verdammt, das Werfen muss ich noch üben. Oh nein, nicht immer da hinten hin. Ich versuche jetzt mal dahin zu werfen, dann fliegt er bestimmt dahin. Er fliegt immer nach rechts. Naja. Kann ich das blöde Radio wegwerfen? Nee. Ich habe nichts mehr. Ich habe
Ich habe all meine Schneebälle verbraucht, verdammt. Ich muss hier weg. Yes. Jetzt nochmal das Experiment. Ich nehme den Schneeball. Teleportiere mich. Nein. Dann fällt er runter. Aber ich wette, das ist so clever, dass ich hier... Nein, ich kriege keine neuen Schneebälle. Na gut. Okay. So, das soll es gewesen sein. Kleiner Ausflug in... Ich weiß wirklich nicht, wo mein Couchtisch ist. Ach, da vorne. Okay. Kleiner Ausflug in Perfect. Ich brauche jetzt mal meinen Controller, damit ich das Recording beenden kann. Verdammt, ich weiß nicht, wo der ist. Das, ja, ich habe ihn. Dafür müsste man übrigens auch nochmal eine Lösung finden. Die PlayStation hat ja die Kamera da vorne zum Tracking, dass man sie irgendwie auf einen Tastendruck kurz umschalten könnte, um durchzugucken, um zu sehen, wo man gerade im Raum ist oder so. Beziehungsweise eigentlich wäre auch nett gewesen, wenn direkt dieses Headset hier vielleicht auch eine kleine Kamera hätte, dass man kurz durchgucken kann, ohne es abzusetzen. Weil, ja, dass das auf- und abgesetzt ist, natürlich immer so ein bisschen Rumgewürge. Aber wisst ihr was? Irgendwie ist das schon nett. Ich wünschte, man könnte noch die Schneeflocken wegwirbeln. Habe ich dich weggewirbelt? Nein, ne? Das sind bestimmt irgendwelche Turbulenzalgorithmen. Hat das eben schon geschneit? Ja, hat das. Es ist nett. Ja, möchte ich. So. Nicht sehr viel los. Also, ich würde mal sagen, irgendwie so wie bei einer Handy-App, so 2-3 Euro wären hier auch sehr okay gewesen. Aber herrje. Entfliehen, entspannen, entdecken. Naja, also, das ist jetzt tatsächlich der klassische Fall. Ich hatte letztens jemanden auf Facebook, der meinte, ja, VR, da gibt es ja nur so Demos. Und ich so, ja, nee, da gibt es ja auch so richtige Spiele. Und ja, das ist Geschmackssache. Und nee, ist es nicht. Es gibt halt schon richtige, komplette Arcade-Spiele, aber das hier ist definitiv so eine Demo, Machbarkeitsstudie, aber ich weiß auch nicht, es ist trotzdem nett. Wünscht. Aber mal sehen, was da noch alles kommt. Ne? So, das war der Ausflug in Perfect für 8 Euro, gerade im PlayStation Store aufgeschlagen heute. Und ich würde sagen, kommt wieder zur nächsten Experience. Das war Mut Hensen. Bis dann.